So, kannst du einen Enderdrachen reiten? Ja, kann ich. Kann ich. Kannst du das? Moin, was geht? Ich weiß immer noch nicht wieder. Wie heißt das? Quick Bad Boss, ne? Quick Bad Boss, wann krieg ich mein Geld? ich hab 3 Spitzhacken außer Hins gekauft, scheiße. Eine ganze BG. Ich kann gerne den Spielmodus einfach mal beschreiben. Ich wollte erstmal sagen, dass du dabei bist. Ja, ja, die meisten kennen ihn wahrscheinlich eh, dass Witze dabei ist. Ja, Witze. Ich möchte mich direkt entschuldigen. Ich klinge nicht unmotiviert, also das auch, aber ich bin dazu noch krank. Also. Krank und unmotiviert für das Video, was nicht gut ist. Ich hab den Spitzhacke gedroppt. Das ist doch nur eine Ausrede. Eigentlich hast du gar keinen Bock. Du wolltest doch nicht. Bronze? Ich hab die Map noch nie gespielt. Hier direkt am. Direkt. Ja, dann der Ecke. Ich bin blöd. Ja. Ja. Kannst du mir was zu essen mitbringen? Dann kann ich schon mal in die Mitte bauen. So, das ist Quick Bad Boss, genau. Genau, Quick Bad Boss. Ich kann's mal kurz beschreiben. Ich bring dir ein paar Blöcke noch. Nee, ich hab über 64, also. Ach so. Ich brauch nur Essen. Ja, kam da ein bisschen Bronze für Essen und sowas. Also, Quick Bad Boss funktioniert wie normales Bad Boss, nur, ihr seht es schon rechts im Scoreboard, hat jedes Team eine Art Zeit. Wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann verschwindet das Bett einfach oder wird zerstört. Damit nicht alle Betten gleichzeitig kaputt gehen, wäre langweilig, gibt es die Möglichkeit, die Zeit aufzustocken. In der Mitte spawnt ja meistens, wie in den meisten Bad Boss Gamers, auch Gold, aber neben Gold spawnt hier noch jetzt Zeit, also kleine Sternchen. Und die Sternchen muss man zum Gesundheit, ich habe dich angesteckt. Das war nicht ich, das war meine Freundin. Ach so! Dann habe ich deine Freundin angesteckt, ist auch okay. Ja, über Internet. Über Internet. Ja, vielleicht kriege ich im Real Life. Wer weiß. So. Okay, dann muss man halt die Zeit zum Bett bringen, einfach rechtsklick aufs Bett drücken und dann hat man eine Minute mehr Zeit. Rot hat jetzt zum Beispiel schon 2x Zeit geholt, was ziemlich krass ist. Was? Wie schnell sind die in der Mitte? Ich war noch. Nee, ich bin eh gestorben, da waren ziemlich viele in der Mitte. Ja, da ist Gold gespawnt. Scheiße. Boah, kacke, ich bin low. Ich muss sagen, die Dingens gefällt mir hier um einiges besser. Gold. Hat der High Team Crafter hat ein Gold. Gold, bitte. Ein Gold. Wie soll man das scheiß Gold geben? Ich hab nämlich 3 Gold. Gib mir das Gold, du Idiot! Gold! Spam! Boah, jetzt Spam. Rusht er mit dem Gold. Ist der grenzbehindert? Ja. Jetzt bin ich auch noch gestorben. Ich bann den gleich perma. Gute Arbeit. Oh Leute, das Schlimmste ist, was haben kann, wenn man nur einen eigenen Server ist und dann ein Idiot da ist. Du bist verlockt, den einfach perma zu bannen. Und du kannst auch nicht widerstehen, dankeschön. Ist mir also, ich habe insgesamt, glaube ich, 500 Perma-Bans verteilt. Guck mal, dann meist waren aber davon Hacker. Achso, okay, sonst hätte ich gesagt, du hattest. Oh, ich bin direkt runtergefallen. Wo ist unser Bett hier eigentlich? Ich habe die Map noch nie gespielt, keine Ahnung, die muss aber auch ganz neu sein. Da oben wahrscheinlich. Aber ich habe noch eine Brustplatte gekauft, ich spaß die. Da vorne ist es drin, okay. Ich baue es mal provisorisch zu. Ja. Damit da keiner ohne Spitzhacke da einfach so easy rein kann. Wir sollten vielleicht mal in die Mitte gehen und Zeit holen, weil das sieht leider ein bisschen knapp aus. Ja, wir sind das einzige Team, was bis jetzt noch keine Zeit geholt hat. Das ist ziemlich wack. Ja, weil der Spacko mir nicht einfach auch sein 1 Gold gegeben hat, ich einen Bogen kaufen können. Zurückkehren mit dem Bogen, dann alles geholt. Aber nein, der baut sich einfach hoch und lässt mich verrecken. Achtung, es kommt einer. Jo, warte, ich wollte mir gerade ein Schwert machen. 2 Stück kommen sogar, das sieht übel aus. Jo, ich bin da. Ich bin hinter dir. So, jetzt lass ich dich kämpfen, nur 3 Herzen. Hab ihn. Sehr schön. Ah, die droppen sogar, nice. Das kannst du einstellen. In der Lobby kann man voten, ob Items droppen in der Runde oder nicht. Kann jede Runde das also von 100 Runden werden eigentlich fast alle mit Items droppen gespielt. Alle Spieler wollen das immer. Ja, ist auch verständlich. Ich habe noch ein halbes Leben. Ich hab einen Stern. Ich renne direkt zurück. Ja, mach. Ich hole das Gold hier. 1. Das ist aber richtig knapp. Aber so gut, dass wir jetzt hätten wir das jetzt nicht erobern können und wären gestorben, hätten wir wahrscheinlich keine Zeit mehr bekommen. Weil dann wäre ein anderes Team da gewesen. Gut, ich habe auch Zeit übrigens. Ich komme. Dann komm sofort zurück. Komm ja, ich bin da. Ich verhungere gleich. Drop mal einfach den. Ich hab alter Essen. Guck mal hier, 20. Warte, hier. Drop mal den Stern. Dankeschön. Oh. So. Das hört sich quick an, aber wenn man gut spielt, kann sich das aber auch hinausziehen. Das kann sich ja in die Länge ziehen. Es ist ein Tick kürzer ruhig als die normalen Runden, aber richtig quick ist es nicht. Den haben wir jetzt auch nicht mal eine Woche draußen. An sich ist es komplett bugfrei und sowas, sind wir auch sehr zufrieden mit. Man muss halt ein bisschen dran rumschrauben und sowas. Ja, hier ist ein Gelber! Der rennt hoch! Oh Gott. Nee, ne? Der baut sich durch. Ja, der Oh nein. Ich hab einen Daumen. Okay, gut. Ich hatte kaum noch Leben, deswegen wollte ich auf dich warten. Ja, scheiße. Ah, fuck. Gut, dann, ja, das ist natürlich keine Auto. Zeit ist nicht alles. Man kann auch einfach sein Bestes verlieren. Ei. Ei, gut. Ja, mal gucken, kriegen wir schon irgendwie noch hin. Ich habe hier mal eine Kiste hingepackt. Ich habe übelst volles Inventar mit krassem Crap. Ich habe 4 Gold, das ist gut. Ein Bogen, zack. So, jetzt bin ich aber hier richtig ausgestattet, ohne Witz. Ja, ich schmeiß mein ganzes Equip gerade auch weg. Ja, wir müssen jetzt gucken. Also, Grün hat gleich kein Betten, die haben alle sehr Low-Zeit sogar gerade. Oh, da kommen gerade ein paar Leute zu uns. Der eine ist runtergefallen. Oh, du hast einen Bogen, das ist natürlich krass. Zweiter ist runtergefallen. Der dritte, nee, den habe ich nur getroffen. Der rennt zurück, der rote. Warte, den treffe ich von hier.
So, ich habe mir einen goldenen Apfel gekauft. Da kommt. Ein Item zeige ich dir gleich mal. Das kaufe ich mal für dich. Das ist mir, man kann ja Special Items holen, gibt es verschiedene. Oh, ich glaube, ich sollte mich bewegen. Ja? Hier, das hier zum Beispiel ist mega krass. Das ist mein Lieblings-Special Item. Das kostet 64 Bronze. Mal einfach mal rechtsklick. Oder linksklick, lol. Genau. Okay. So, das ist halt eine Schutzwand. Wenn du belagert wirst, dann kannst du instant, wenn du davon 5 im Inventar hast, hast du eine Sekunde eine ganze Wand um dich. Es gibt noch Switcher, es gibt alles Mögliche. Da muss man sich halt ein paar Taktiken rumprobieren. Ja, nice, also wenn man vernünftig zusammen spielt. Ja, die kann man sich halt einfach so nur bei Bronze, weil Bronze hat man später wirklich stackweise über. Ja, Mann. Okay. Ich kaufe dir auch noch einen Goldapfel. Ah. Wir müssen mal gucken. Also an sich sehe ich noch Potenzial in der Runde. Wir sind zwar die zwei Letzten, aber Grün hat auch gleich kein Bett mehr. Ach so, unsere beiden sind abgehauen. Ja, die sind tot. Wir sind die Letzten. Oh nein. Wir können uns auch am Rand einfach zu einem Team erbauen. Okay, Grün hat gleich auch kein Bett mehr. Gut, Rot. Wir könnten auch theoretisch darauf warten. Jetzt haben wir eh kein Bett mehr. Wir haben ja nicht mehr wirklich viel zu verlieren. Jetzt könnten wir theoretisch auch darauf warten, dass Rot auch kein Bett mehr hat. Und dann müssen wir halt nur auf Geld aufpassen. So, Grün ist auch raus. Ja, und wenn Gelb auch keins mehr hat, ganz rechts ist Gelb. Ich fange mal an, mich rüber zu bauen zu Gelb, okay? Ja, ich versuche hier, mich um die zu kümmern, die hin und her rennen. Aber die Musik ist so wenn laut. Wenn die mich entdecken oder sowas, hau ich sofort ab. Jo. Ich versuche es. Nein, komm schon. Wenn ich ihn treffe, sind sie runter. Ah, die fetzen sich gerade in der Mitte, das ist ganz gut. Ja, ich bin hier noch am Rand. Ja, kannst weitermachen, bei den Gelben ist nur einer am Spawn. Oh, Rot hat eine Minute Zeit bekommen. Das ist aber gut für uns, dann falten sich Gelb und Rot noch ein bisschen. Rot hat das Game verlassen. So, ich habe gleich die Hälfte geschafft. Geh mal immer wieder zurück in die Base, da sollte jetzt einiges Silber liegen. Kannst du dir mal Goldäpfel oder sowas kaufen. Ach so, ja stimmt, Goldäpfel sind Silber. Ja. Perks? Die kosten Silber. Nee, nicht Perks. Essen. So, ich habe noch einen Goldapfel für dich. Muss einfach herkommen, kannst du ihn dir abholen. Ja, ich muss gleich eh kommen, ich habe gleich keinen Böcke mehr. So, ich komme mal zurück. So, aber trotzdem, die Runden sind quicker. Die Runde geht gerade 8 Minuten und das ist schon relativ weiter als normales Silver Games. Wie gesagt, quick ist es trotzdem nicht. Also es ist kein, nicht so quick wie Quick SG als Vergleich. Aber gut. Wenn, das gilt dann alle Zuschauer von Lovely Potato, wenn ihr Vorschläge habt und sowas, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich Kommentare versuche ich mal durchzulesen. Wenn nicht, sonst könnt ihr einfach. Oh, roter kein Bett mehr. Könnt ihr einfach mal ins Forum gehen. Du nimmst gar nicht auf, ne? Nee, ich nehm mich auf. Achso, nee, ich dachte, weil du gerade direkt am mitgesprungen hast. So. Hä? Ja. Machst du dich gerade auf dem Weg? Ach, warte, hier, der Apfel. Also, danke schön. Ja, ich bin leicht verwirrt noch. Ich bin irgendwie, wenn man krank ist, fühle ich mich immer verwirrt. Ja, ich kenne das. Das ist einfach, man vegetiert vor sich hin und denkt so. Perks, die Schutzmauer da. Okay, Rot hat gar keinen Spieler mehr. Nur noch Gelb hat ein Bett. Und Gelb wird jetzt auf jeden Fall die Mitte kommen. Scheiße, da baut sich einer zu uns. Der hat meine Brücke entdeckt. Ja, ich sehe es. Versuch den abzuballern. Ich glaube jetzt an dich. Es hängt jetzt wirklich an dich. An dir. An dich. Mir egal. Ich bin krank. Oh. Oh Gott, Schneebälle. Oh Gott. Bastard. Ich bin runtergefallen. Oh nein. Ich treffe ihn einfach nicht. Ja, du bist halt. Ich habe so viel Hoffnung in dich gesetzt und du hast alles. Ja, Mann. Ich war so geil. Fuck. Ja, sehr gut gemacht, Marcel. Was? Ich hab gedacht, komm, ich setze jetzt meine Hoffnung in dich. Du wirst ihn schon treffen. Ja. Mit 10 Fallschüssen immer noch kein Treffer und ich sterbe. Mit dir sollte man eigentlich kein Bad Boss mehr spielen. Ach so, stimmt, wir haben ja kein Bad mehr. Ach echt? Ich habe schon Sachen für dich gekauft gerade. Der Typ ist gleich. Der Gelbe rennt immer weiter. Wäre der Penner am Anfang nicht mir dieses eine. Ohne Witz, hätte der Penner am Anfang mir dieses eine Gold gegeben, das hätte das ganze Spiel so verändert. Das meine ich richtig, das hätte das ganze Spiel komplett verändert. Sorry, ich muss die ganze Zeit hochziehen. Ja, alles gut, so laut ist das gar nicht. Ich putze jetzt einfach Nase in der Aufnahme. Das wird laut sein. Oh nein! Pass auf, ich mute mich nicht. Das war auch extra laut. Ja. Richtig mit voller Aggression. Achtung, der Typ kommt! Der Typ kommt! Welcher? Der Gelbe ist bei uns in der Base. Ja und? Wo bist du? Ich bin in der Mitte. Ach so. Wenn der Typ einen Bogen hat, bist du gearscht. Herzlichen Glückwunsch. Du solltest irgendwas vor dich bauen. Hä? Ich hatte doch eine Dingens gerade. Muha. Du hast einen goldenen Apfel, du hast einen goldenen Apfel. Und bau dich zu. Warte. Nein, wo ist das? Nein, ich will. Ach, nevermind. Ich hab's nicht hingekriegt. Ich dachte, ich hätte die. Spieler. Ich dachte, ich hätte die Dingens in der Hand, die Mauer. Und ja, ich hab mir zwei gekauft gehabt, glaube ich. Ja, das war der Leather. Ja. Ah, warte, fuck. Üben wir aber nochmal. Ja, 13 Minuten. So eine Scheiße. Oh Mann. Das ist traurig. Quick
Quick war die Runde, wir haben Quick verloren. Naja, war gut. War halt schlecht. Du warst halt sehr schlecht. Ja. Das Neue ist deine Zuschauer. Aber meine Zuschauer lieben mich ja, weil ich schlecht bin. Glaube ich nicht. Ja, okay, hast recht. Gut, dann, ich hoffe, euch hat die Aufnahme nicht gefallen. Ja, Mann. Ich hoffe, alle hassen mich. Jö. Oh, Runde ist vorbei. Gelb hat gewonnen. GG. Naps. Ich versuche hier gerade nochmal deine... Ich kann meinen Namen... Was Achso, ich kann Toggle Rank, okay. Mhm. Balloons. Ich komme mir gerade nochmal deine Sachen an. Hier, hellblau. Oh, ich habe einen hellblauen Ballon. Yay. Ich stehe vor mir, ich ernick mich mal. Ja, pass mal auf, was ich kann. Du bist gar nicht mehr da jetzt. So, pass mal auf. Oh, wow, what? Kann ich. Kannst du das? Warte, Pets. Enderdrachen. Schade. Enderdrachen dürfen nur Admins. Samt. Und die Devs dürfen nicht an. Sonst YouTuber dürfen auch keinen Drachen. Oh. Wo? Oh, jetzt fangen sie wieder an, alle. Oh mein Gott, Vincent. Oh yeah. Hi. Zack, zack, zack. In der Drache ist schön. Ah, der Ballon nervt aber auf Dauer, wenn man nach oben guckt. Ja, das ist. So, Tier wechseln, Tier löschen. So. Balloons. Balloon platzen lassen. Oh. Hallo, Vincent. Geh weg. Okay. Oh, jetzt komm mal. Erster Screen, zweiter Screen. Der Schnick. Oh, wo ist Vincent? Oh mein Gott! Das kann ich auch, guck mal. Was hast du? Ey! Aua! Au! Was? Ja, versuchen wir aus der Ecke zu entkommen. Ich schaff... Ich... Ja! Ach stimmt, du hast Fly. Stimmt, logisch. Dann ja. Okay, dann ja, verabschiede ich mich. Alter. Ich finde das immer so witzig, wie sie ausrasten. Das ist echt lustig und süß. Das ist niedlich. Das ist knuddelig. Okay, gut. Jetzt haben wir die 16 Minuten voll. Gut, dann cutte ich noch ein bisschen und dann passt das. Okay. Ja, morgen kommt die Folge. Okay, dann. Also, wenn ihr die schaut, heute. Okay, dann ja, Entschuldigung für Krankenweiß, aber Weiß ist krank. Für Krankenweiß? Wir können das ja nochmal wiederholen, wenn du gesund bist, wie gesagt. Ja. Müssen ja. Wir gucken. Nächstes Wochenende oder so. Ich hoffe, dass du bis dahin das geschafft hast, dir mal einen Tee zu machen. Nee, ich bin ja auch noch am Umziehen. Das kommt ja dazu. Ach, du auch? Eine neue Wohnung. Ja, ich habe jetzt heute meinen Mietvertrag bekommen. Ah, cool. Weißt du, ich bin ja auch letztens erst ausgezogen. Haben wir doch... Interessiert niemanden. Ich wollte gerade sagen, dass... Schauen wollen meine Lebensgeschichte, aber nicht deine. Okay. Was denkst du denn, wer du bist? Stimmt, du bist der mit dem Meer am Ende. Ja. Ich vergaß! Nee, ich wollte nur sagen, da hatten wir das letzte Mal drüber geredet. Da hatten wir Dinge drüber geredet hier, als wir... Warte... Bei dem PvP-Event von Bloody Cave hatten wir darüber geredet, genau. Dass du aussehen willst und ich auch. Ja, stimmt. Kann. Ja. Und danach nochmal bei UHC, bei der 3-Folge-Staffel. Ja, die Staffel war etwas, naja. Na gut. Dann, tschüss.